So, ich denke auch mal, unsere Herren Golems hier, falls irgendwas spawnen sollte, werden sie es super aufhalten können. Dann können wir also bald anfangen mit Experiment Nachtwach bleiben. Ja, jetzt gerade, wo ich dran denke, gehen wir doch mal Minen-Abenteuer machen. Im gleichen Augenblick denke ich daran. Wow. Siehst, ich bin da nicht drauf gehüpft. Der ist davon alleine zu Fuß drauf gegangen. Mojang, erklär mir diesen Teufelskram. Dieses Teufelszwerg. Das bin ja ich. Okay. Mehr Abenteuer. Mehr Konstruktion. So. Bei der Gelegenheit. Ja, ich weiß, ich werde jetzt eine großartige Materialverschwendung begehen, aber das ist mir jetzt egal. So können wir wenigstens die Frontseite schon mal so ein bisschen so machen, wie ich das gerne haben möchte. Ah, ich mache erstmal 60, das wird niemals reichen für das, was ich vorhabe. So, und jetzt werde ich hier einfach mal dicht machen. Was uns befähigt, ich muss jetzt nur immer aufpassen, was ich tue. Es ist absolut meine Disziplin, ne? Aufpassen, was ich tue. Auf jeden Fall. Ja, nochmals schöne Grüße an meine neuen Zuschauer, die ja so enthusiastisch sind. Und ja, das freut mich doch gar sehr. Hey, Freiheit! Freiheit! Liebe Dorfbewohner, Freiheit! Wenn ich das da unten irgendwann mal zu einem vernünftigen Ende bringen will, sollte ich das hier nicht aufmachen. Also zumindest hier diese Seite. Alter, geh mir aus dem Weg. So, Wiedervereinigung zwischen Golems und Dorfbewohnern. Wie hast du, Vogel, es geschafft, dich da unten einzusperren? Ich frag gar nicht. Komm doch mal raus. Komm da fucking raus. So. So geht das. Dann machen wir da halt dicht. Irgendwie. For now. Ist sowieso alles erstmal nur temporär. So. Alter, ist das hier ein Zoo. Ja, das bleibt alles nicht so. Denn ich wollte hier sowieso. Passt mal auf. Das hier wird ausgehoben. Hier kommt was ganz Schickes hin. Wir machen das hier alles ganz, 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 ganz schick. Hier bleibt nichts so, wie es jetzt momentan ist. Das ist auf der einen Seite alles viel zu profan und auf der anderen Seite alles viel zu freundlich und hell. Hell ist der richtige Begriff für das, was hier passieren wird. Es wird die reinste Hölle. So, auf meiner Skizze habe ich das so, dass ich hier auf der Mitte. So, das war die Mitte. So, dann gib mir mal von diesem. Ja, schade, dass man daraus keine Slabs machen kann. Bitte, Mojang, mach es, dass wir Beton-Slabs und Stufen und so weiter kriegen. Das würde mich wirklich gar sehr freuen. Da würde mein Herz frohlocken und jubilieren. Wie, er hat ein Herz? Schnauze, wie der Franzose sagen würde. Natürlich habe ich sowas. Zwar ein dunkles, kaltes, aber. Ich erzähle mal Dinge. Ist gar nicht wahr. So.
Ja, da gibt es ja dieses Lied von der ersten allgemeinen Verunsicherung, muss ich wieder erwähnen. Manchmal möchte ich ein Böser sein. Einfach mal nachschlagen bei YouTube. Ist ein wunderschönes Lied. Manchmal möchte ich ein Böser sein. Eine fiese Sahu. Könntest du bitte nicht da reinlaufen? Dankeschön. Hey, er hat sich... Dieser Golem kann Befehle befolgen. So. Und ihr seht hier vielleicht schon, was ich hier vorhabe. Aber das ist bei weitem nicht alles. Ihr glaubt doch wohl nicht, dass das Grün hier an den Seiten bleibt. Haha, das wird durch etwas Besonderes ersetzt. Das hätte ich eigentlich auch schon aus Honkheim mitnehmen können. Spätestens aus dem Nether werden wir es mitnehmen. Ich muss mal sehen, ob wir hier in der Nähe irgendwo einen Lavateich oder so finden können, wo wir einmal Wasser drüber gießen können. Ich habe sowieso nicht die Spitzhacke dabei, die ich dafür brauche. Also entweder wir reisen nochmal rüber nach Honky Island oder wir lassen das. Weil ich sag's mal, ich würde hier gerne ein Netherportal hinbauen. Ja, das wäre durchaus schön. So, und das hier wird natürlich auch ausgehoben. Hast dich wahrscheinlich gefragt, warum ich hier so ein breites Teil gelassen habe. Ja, das ist etwas Spezielles. Und eigentlich sollte das da drüben mit dem Tor abschließen, aber das hat sich als zu kompliziert gestaltet und deswegen lasse ich das mal. Eine kleine Imperfektion der ganzen Sache. Kann ja aber auch mal bleiben, weil immer nur Perfektion ist langweilig. So. Die Dorfbewohner scheinen sich noch gar nicht anzuschicken, hier irgendwie sich herumzutreiben. Deswegen werde ich zwei Betten gleich oben wegnehmen und in die Türme stellen. Was hatte ich jetzt vor? Ach ja, ich wollte noch ein paar von diesen wunderbaren Schleppschlepps machen. Alter, Bauch, hör auf zu grummeln. So, weißt du was? Das können wir auch so lassen. Denn die sind ja noch nicht hier, die Jungs. Ja, die stehen da oben rum und halten Maul auf den Fall mit ihren Kollegen da. Die hängen da mit ihren Bros rum. Mit ihren großen Bros. Mit ihren Big Buddies. So, dann guck mal. Haben wir hier schon mal gut was hinbekommen? Sieht schon so ein bisschen aus wie auf meiner Skizze. Ein bisschen. Ich halte mich auch nicht immer 100% an die Skizze, weil meistens ist die Skizze schon veraltet. Meistens habe ich dann hinterher schon mal drüber nachgedacht, was ich dann wirklich machen will und dann ist die Skizze schon wieder zumindest ein bisschen, ja, out of date, könnte man sagen. So. Und das dann so. Und schon haben wir hier ein bisschen Dinge. Ein bisschen Dinge, ein bisschen so und so. Machen wir hier nochmal ein bisschen weiter. Ich weiß, die werden sowieso ständig zertrampelt werden, die Felder. Da bin ich mir einigermaßen sicher. Ihr kennt das ja, drüben in Horstieheim hatte ich alles getan, damit sie nicht zertrampelt werden. Und was ist passiert? Zertrampelung allererster Güte. Und wenn ich da oben die Dinger nicht hingesetzt, I see. Q. So. Wer kennt noch den alten Messenger ICQ? Ja, ich weiß, das Boale, du sicher. Der ist ja jetzt irgendwie in einer neuen Version angeblich rausgekommen. Ich frage mich, wozu. Also. Ja, seit mich ja Facebook with no apparent reason rausgeschmissen hat, also mir meinen Account gekillt hat, nutze ich ja nicht mehr den Facebook Messenger, ich nutze jetzt Signal. Signal. Könntest du...
Ach, Alter, jetzt muss das extra. Und du Vogel hast das auch schon kaputt. Jetzt muss ich das hier alles wieder wegmachen. Der ist da auch irgendwie runtergesprungen. Guck mal. Wir müssen das hier verhindern. Wir müssen das verhindern, dass die da. Die haben da Spaß dran, da runter zu springen. Die machen da Diving, Stage Diving. Oh fuck. Einer ist jetzt da oben auf dem Dach. Alter. Man kann es ihm noch so nett machen. Diese Vögel finden immer einen Weg, einem das Leben schwer zu machen. Ja. Wir werden den nie wieder da oben runterkriegen vom Dach. Der ist wahrscheinlich auch schon am draußen rumlaufen. Guckt euch das an, wie viele hier jetzt durch die Gegend eiern. Ich muss das hier wieder zuwachsen lassen. Na, eins habe ich ja versaut. Ich glaube, ich werde das hier auch abzäunen, damit die da gar nicht... Naja, wir brauchen ja auch Farmer, ne? Farmerlabor. Okay, ich wollte eine Sache machen, nämlich zwei von den Bettchen hier. Ich hoffe, die fangen jetzt nicht gleich an, Suizid zu begehen, nur weil zwei Betten verschwunden sind. Geht mal weg, ehe das passiert. Stellen wir die Betten hier lieber einfach rein in diese Türmchen. Ja, und die können dann auch später umziehen. Und dann können wir auch zwei Werkbänke. Ich weiß noch nicht, welche Werkbank. Also den Kompost hier, den bauen wir schon mal ganz gewaltig um. Und damit die nicht wieder davon rauf und runter hüpfen, weißt du, was soll er machen? Den packen wir hier einfach mal rein. Ja, jetzt kriege ich da den Block nicht mehr raus. Doch, den kriege ich ja noch. Schiete. So, kann der mit dem Kompost hier noch arbeiten, obwohl der da eingelassen ist, oder? Nee, warte mal, das können wir ja anders machen. Der Kompost, die kann hier vorne auch an die Ecke. Da kann er nämlich nicht von runterspringen, wenn ich das richtig sehe. Wow, Bauch. Mach mich nicht lächerlich. So. Den Bogentisch hier. Den packen wir vorne in den Turm. Dann kann hier schon mal der Bogner wohnen zwischendurch. Und hier sind eine ganze Menge Arbeitslose, ne? Was haben wir hier sonst noch? Ich glaube, hier war irgendwo ein Lektern drin oder so. Sehe ich das richtig? Ich glaube, der Lektern war da. Ja, genau. Den können wir dann auch mal. Tschüss, Lektern. Wetten, der ist sofort arbeitslos geworden. Aber wisst ihr noch, der Fisherman, den wir drüben hingebracht hatten nach Honky Island, der ist für Ewigkeiten Fisherman geblieben. So. Wir brauchen hier bei Weitem... Guck mal, die Opel-Fritzen, ey. Cool. Ja, dann sind wir ja schon reichlich weit hier gekommen mit unserer Geschichte. Oh ja. Gib mir mal noch mal ein paar Seeds. Dann pflanzen wir hier noch mal ein paar an. Ja, der Farmer scheint sich da schon mit seinem Kompost die vertraut gemacht zu haben. Sehr vorbildlich. Du bist mein Held der Arbeit. Arbeitnehmer des Monats. Ganz klar. Farmer, du bist heute mit heutiger Wirkung zum Mitarbeiter des Monats ernannt worden. Kartoffels. Ich weiß noch nicht, ob die fertig sind. So, das hier können wir auch mal ersetzen. Sieht der Scheuse aus so. Wie wir das da machen, weiß ich noch nicht. Ich will nicht, dass die von da oben immer runter hüpfen. Ich weiß, das machen die gerne. Na, Farmer, wie geht's?
Ich könnte auch noch mal. Wie geht denn noch mal ein Kompost gehen? Bloß schnell zumachen. Na ihr? Ihr kleinen Racker. So, Komposter. Ja, können wir machen. Bauen wir mal ein. Ich hätte jetzt beinahe mit der Shift-Taste gemacht. Ich weiß nicht, wie viele Komposter ich dann gebaut hätte. Keine Ahnung. Warte. Erste Block und zack. Haha, das hast du dir so gedacht. Du kleiner Scharmützel-Schmützel, was? So, dann machen wir hier noch Onon-Kompost hier hin. Dann kann noch ein Dorfbewohner. Da kommt einer angelaufen. Ui, wir haben zwei Farmer. So, damit ist erstmal die autonome Versorgung unseres Dorfes hier sichergestellt. Einfach nur, um dich zu ärgern. Haha. Hihi. So, baue ich jetzt hier noch weiter. Also ich würde am liebsten zumindest das Baumaterial wegbauen. Findet das eure Zustimmung, Sirs und Ladies and Gentlemen? So, dann müsste ich mal schauen. Also, ja. Da sollte es dann weitergehen. So, jetzt müsste ich mal gucken. Also eigentlich. Mal gucken, wie das von hier aus aussieht. Wieder mal die falsche Taste. Ja, also das sollte so vielleicht dann werden. Ja. Und dann können wir hier eigentlich. Ich weiß noch nicht ganz, wie das soll. Nether Bricks. Und da oben. Wo ist denn jetzt das schwarze Zeug geblieben? Habe ich das schon wieder weggepackt? Oder habe ich gar keins mehr? Ich habe kein Concrete mehr. Schiede. Ja, das ist natürlich unschön jetzt. Weil ich wollte jetzt gerade anfangen, hier ein bisschen weiter zu bauen. Aber das können wir auch ohne weiteres machen. Wir werden nur nicht besonders weit kommen. So, lass mich mal sehen. Das sind zwei jeweils. Ja. Sehr effizient. Ja. Ja, wir brauchen unbedingt Black Concrete dann wieder. Wo wir den dann herkriegen, das ist eine andere Frage. Nächste Frage. So, ja, da hat man. Wir können vielleicht eine kleine Menge Black Concrete kriegen. Ja, aber das ist dann. Warte, lass mich das sehen. Geht das? Jo, das geht. Ja. Dann können wir das da dicht machen. Habe ich denn noch? Ja, ich habe Spruce Slabs noch auf Tasche. Ich hätte gleich mal die Leitern behalten sollen. So. Was ist denn da noch? So. So. Ja, diese beiden Tasten. Ich sollte die vielleicht vertauschen. Die bringen mich komplett durcheinander mit ihm, haha. So, dann mache ich das nämlich so, dass ich da die Leiter hinmache. Und hier drüben machen wir das gleiche. Da honkt noch eins. So, und dann können wir nämlich hier einfach runterbauen. Und hier wieder diese rein. Ah, fehlt einer. Aber das kriegen wir auch hin. Nur aufpassen. Ah, da sind sie schon wieder. Nichts Nutziges packt immer nur am Nerven. Ja. Das raus. Ah! Alter, willst du eine Spitzhacke im Kopf oder? Ach, der will mich darauf hinweisen, dass ich gerade in großer Gefahr bin.
und damit eigentlich auch meine Leute hier in Gefahr bringen. Eigentlich ist ja sicher, eigentlich könnten wir jetzt eine Nacht wach bleiben, aber ich weiß nicht, ob sich das noch lohnt.